Jasmin Müller wollte zwischen ihrem Abitur und dem Studium erstmal den Arbeitsalltag kennenlernen. Sie interessierte sich für eine Tätigkeit im Bereich des Naturschutzes und suchte eine entsprechende Stelle. So kam sie aus Niederkassel bei Bonn zum Freiwilligen Ökologischen Jahr beim Naturpark Stein oder Meer. Ich habe mich über das Portal der Alfred-Töpfer-Akademie beworben. Das ist das Portal, wo alle ÖVJler in Niedersachsen organisiert sind und auch angestellt sind. Über dieses Portal wusste ich noch nicht so ganz genau, wo die Einsatzstellen in Niedersachsen sind. Ich habe mir dann einfach mal die Einsatzstellenbeschreibungen von den verschiedenen Einsatzstellen durchgelesen und mir die Bilder dazu angeguckt. Das heißt, ich habe den Ort dann auch gegoogelt, wo das ist, und bin dann auf Stein oder Meer gestoßen. Und ich war sofort verliebt in die Landschaft, in den See. Und natürlich, die Lage ist optimal. Das Naturparkhaus bei mir im Hintergrund, da zu wohnen, direkt am See, ist wunderschön. Denn das ist ein großes Plus beim Naturpark. Den Freiwilligendienstleistenden wird eine kostenlose Wohnung direkt im Naturparkhaus in Mardorf zur Verfügung gestellt. Ihre Aufgaben sind sehr vielfältig. Neben Führungen durch die Moorausstellung im Naturparkhaus berät sie die Touristinnen und Touristen über das Moor und auch über das richtige Verhalten in Wald und Moor. Ihre größte Aufgabe ist aber die Unterstützung der Ranger bei ihrer täglichen Arbeit. Dazu gehört die regelmäßige Überprüfung der Wege und touristischen Aussichts- und Informationsstellen im Naturpark. Gelegentlich ist auch ein bisschen Körperkraft gefragt. Bei unserem Besuch prüft sie gemeinsam mit Ranger Hauke Zierfass den Aussichtsturm in Winsler. Unsere jetzige Aufgabe ist es auch einfach einmal die Gebäude uns anzuschauen, ob da eigentlich alles verkehrssicher ist, ob irgendwo irgendwas morsch ist, ob hier Vandalismusschäden von Himmelfahrt sind. Das ist dann auch die Nachkontrolle, und wir sind zwei Ranger und eine FJlerin und haben ein riesiges Gebiet. An der alten Moorhütte macht Jasmin Müller noch eine kleine Moorführung mit uns. Hier an diesem Tümpel können wir die einzigartige Welt der Moore sehen. Das Moor ist ein riesengroßer Lebensraum für verschiedenste Arten, unter anderem hier diese kleine rote Pflanze. Das ist der Sonnentau. Der Sonnentau ist eine fleischfressende Pflanze. Da bleiben Fliegen zum Beispiel dran kleben. Diese weißen Puscheln, die man dort sieht, das ist das Wollgras. Das blüht jetzt um diese Zeit, also im Frühjahr bis Sommer. Im Winter ist davon nichts mehr zu sehen. Diese weißen Puscheln muss man sich vorstellen wie Pusteblumen. Diese weißen Blüten sind da nicht fest dran, sondern die können durch den Wind weggepustet werden. Und so verbreitet sich das Wollgras. Und jetzt, kurz vor dem Ende ihres Freiwilligenjahres, zieht sie ein positives Resümee. Ich habe während diesem ÖVJ sehr viel gelernt, nicht nur über die Natur, sondern auch über mich selbst und wie man selbstständig leben kann, wie man sich selbstständig versorgt, wie man mit Geld haushaltet. Und ich habe natürlich bei meiner weiteren Berufswahl viele Erkenntnisse gewonnen. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Der nächste ÖVJler wird am 1. August seine Stelle im Naturparkhaus Mardorf antreten.